Du kennst den Anker-Effekt noch nicht? Dann bleib auf jeden Fall dran, weil wir schauen uns hier fünf Beispiele an, bezogen auf Aktien und auf Immobilien, dass du den ganz einfach verstehen kannst und nicht in die Falle läufst vom Anker-Effekt und damit deine Performance, deine Anlagen zerstörst. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Martin. Auf meinem Kanal Cashflow Coach geht es darum, deinen Cashflow zu optimieren in Bezug auf Aktien und auf Immobilien. Fangen wir direkt an mit dem Anker-Effekt und zwar zuallererst mit der Definition. Ich habe mir überlegt, ich versuche dir das ganz einfach zu erklären. Und zwar letztendlich musst du dir den Anker-Effekt vorstellen. Das ist ein psychologisches, eine psychologische Methode, wo dir dein Körper, dein Geist, dein Verstand etwas vorgaukelt. Und zwar, das ist wie wenn er eine versteckte Melodie in deinem Denkprozess einbaut. Ich erkläre dir das konkret, warum und wieso ich zu dieser Formulierung komme. Und zwar, was ist das Psychologische, was dahinter steckt? Und dann gehen wir wirklich in Praxisbeispielen durch, damit du wirklich das sofort verstehst und nicht mehr in diese fünf Fallen trittst. Letztendlich ist der Anker-Effekt ein Magnet. Das heißt, du hast eine Information, diese wird als Referenzpunkt genommen und daraufhin basieren dann alle deine Einschätzungen und deine Entscheidungen. Du merkst relativ schnell, das macht wenig Sinn, weil das Gehirn versucht, dein Verstand in kurzer Zeit eine Lösung zu finden und deswegen bedient er sich dieses Ankers, dass er sagt, okay, ich komme schnell zu einer Lösung. Das führt aber dazu, dass die Lösung nicht fundiert ist und auch grundsätzlich falsch. Wieso? Schauen wir uns gleich mal an. Das Schlimme dabei ist, was im Hintergrund abläuft, merkst du nicht. Das heißt, du merkst nicht, dass du einer falschen Entscheidung kommst und dass deine Annahmen komplett fehlgeleitet sind. Deswegen gucken wir uns jetzt direkt mal die Beispiele an. Fangen wir an mit einem Beispiel von Aktien. Und zwar angenommen, du möchtest eine Aktie kaufen und ein Analyst nennt den für den Wert XY ein Kursziel von 150 Euro. Heute stehen wir vielleicht bei 70, das heißt, da ist noch massives Potenzial nach vorne. So, und jetzt passiert was ganz Spannendes. Die ganzen Investoren und auch anderen Analysten orientieren sich an diesem Anker. Das bedeutet, die eigene Einschätzung wird verwässert. Und du hast es vielleicht oft gesehen, wenn du Analysten siehst, die sind sich im Konsens oftmals einig und bei ähnlichen Werten. Beeinflusst durch diese verzerrte Wahrnehmung ist die Aktienbewertung Richtung 150. Und das führt vielleicht zu einer falschen Einschätzung, dass du sie jetzt kaufst, obwohl sie das gar nicht wert ist. Erste Beispiel. Gehen wir mal ins nächste rein. Wie ist es denn bei Immobilien? Angenommen, der Verkäufer nennt dir 500.000 an Verkaufswert. Du hast Interesse an der Immobilie und wirst deswegen mit ihnen in eine Verhandlung gehen. Dadurch, dass er die 500.000 genannt hat als Anker, wirst du nicht weit davon dich entfernen, weil du vielleicht keine eigene Einschätzung triffst, sondern dich an den 500.000 Euro orientierst. Und das führt dazu, dass der Anker funktioniert hat und du nicht viel runterhandelst. Wenn du jetzt eine eigene Entscheidung treffen würdest, eine eigene fundierte Analyse, kämst du vielleicht auf einen ganz anderen Wert. Aber durch den Anker-Effekt hast du dich da ja nicht lösen können. Und vor allem nicht nur lösen können, sondern du findest den vielleicht sogar fair, weil viele Anbieter am Markt aktuell diesen Preis aufrufen. Gehen wir mal in den nächsten, und zwar Beispiel Aktien 2. Du hast eine Aktie, die du kaufen möchtest und die analysierst du jetzt bei 20 Euro. Findest diese günstig, möchtest aber jetzt noch nicht direkt kaufen und guckst sie dir in 3 Wochen vielleicht nochmal an. Jetzt steht die Aktie bei 25 Euro. Du wirst jetzt aufgrund des Anker-Effektes, den du jetzt auf der Unterseite bei 20 liegen hast, sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen teuer, ich warte, bis sie wieder auf 20 fällt. End vom Lied, die steigt aber weiter. Das heißt, du bist nicht investiert, weil du den Anker-Effekt auf der Unterseite hattest. Du wartest jetzt vergeblich auf einen Rücksetzer, der einfach nicht kommt. Und nur dessen, weil dein Anker bei 20 ist, du hättest natürlich bei 25 auch kaufen können, hättest du da die Analyse gestartet und wärst nicht mit dem Anker auf der Unterseite gewesen. Jetzt steigt sie weiter auf 40, auf 80, in dem Jahr steht sie bei 120 und du bist nicht dabei aufgrund des Anker-Effekts. Gucken wir uns das nächste Beispiel an. Wie sieht es bei Immobilien aus? Der Verkehrswert von Immobilien lag vor 2 Jahren, wo die Zinsen noch deutlich niedriger waren, zum Beispiel bei einem Objekt bei 200.000. Jetzt gibt es immer noch. Also jetzt ist es so, dass der Verkehrswert mathematisch und auch von der Rentabilität auf 150.000 gefallen ist. Jetzt gibt es aber trotzdem noch Verkäufer, die sagen,
Ich warte, bis ich einen für 200.000 finde. Das heißt, die haben den Anker noch von vor 2 Jahren drin und lassen den auch drin. Dann sagen sie, na, dann muss ich warten, 150 ist zu wenig. Nein, 150.000, das ist der aktuelle faire Preis. Nur weil du vor ein paar Jahren noch mehr bekommen hast, weil vielleicht die Nachfrage da war, heißt es das nicht, dass das heute das noch wert ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine Eltern oder mein Papa hatte noch damals Briefmarken gesammelt. Das war damals ein Wert. Heutzutage kannst du die gesamte Sammlung meines Erachtens wahrscheinlich wegschmeißen, weil die keinen Wert mehr hat. Das heißt, orientiere dich nicht an falschen Werten, sondern mach immer tagesaktuell eine neue Bewertung. Wie kann es aber sein, dass die Preise jetzt wieder steigen Richtung 200.000? Kurzfristig meines Erachtens nicht, sondern erst, wenn die Mieten massiv steigen, dass sich das wieder rechnet für die Investoren und oder wenn die Zinsen wieder vielleicht Richtung Nullzinsniveau gehen. Und das sehe ich im Moment auch nicht. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Du hast eine Aktie vor ein paar Jahren gekauft zum Kurs X. Nehmen wir mal Kurs 20. Jetzt ist er aber vielleicht gefallen und steht bei 13 Euro. Du wirst sagen, nee, ich behalte die, wenn sie bei 20 ist, dann verkaufe ich sie wieder. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Der Aktie ist es egal, wo du sie gekauft hast. Die Aktie weiß es nicht und interessiert es auch nicht. Das bedeutet, es ist mit keiner Silbe gesagt, dass sie jemals wieder auf 20 steigen wird. Es wird schon einen Grund haben, warum sie so massiv gefallen ist. Deswegen nimm nicht den Anker, den du bei Einstieg gesetzt hast. Ganz wichtig, mache eine neue Bewertung, schaue. Ich gebe dir immer den Tipp, wenn du eine Aktie verkaufen möchtest oder halten möchtest, stell dir eine Frage. Würde ich die Aktie heute wieder kaufen? Wenn du sagst nein, verkauf sie sofort. Wenn du sagst ja, dann kannst du sie halten. Deswegen, erstens, der Aktie ist es ganz egal, wo du sie eingekauft hast. Und zweitens, es ist schlauer, jetzt die Aktie zu verkaufen und das Geld in ein besseres Investment zu stecken, um den Verlust schneller wieder aufzuholen. Deswegen hier meines Erachtens der Ankereffekt, oder das ist der größte Part des Ankereffekts, wo die Menschen Performance auf der Straße liegen lassen. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Was empfehle ich dir? Lass dich nicht von deinem Verstand, von deinem Wachbewusstsein und vom Anker täuschen. Schaue, dass du hinter die Kulissen gehst und immer eine eigene Bewertung machst. Sammel alle Informationen, die du brauchst, um eine Bewertung vornehmen zu können, sei es an den Aktienmärkten oder bei den Immobilien, und dann bewerte eigenständig. Verlasse dich nicht auf andere Leute und deren Anker, sondern mach eine eigenständige Bewertung. Und dann ganz wichtig, sei auf dem neuesten Stand. Und wenn du auf dem neuesten Stand bist, dann kommst du zu einer guten Einschätzung und dann kannst du auch gute Entscheidungen treffen. Noch ein wichtiger Punkt. Wenn du gute Entscheidungen treffen willst, dann ist natürlich auch wichtig, dass du eine gute Routine hast, um in den Tag zu starten. Wie du meines Erachtens sehr, sehr gut in den Tag startest, habe ich hier in dem Video gemacht, im 5am Club. Das heißt, es ist ein Konzept, wie du sauber den Tag startest, wie du da aufgeräumt, aufgeklärt bist und dadurch mehr Potenzial am Tag hast, mehr nutzt und natürlich dadurch glücklicher und zufriedener wirst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, dein Martin.